sondern nur Verbesserung von dem ursprünglichen. Ja. Okay. Shrike können wir machen. Ne, was hat dir gefehlt? Shrike für die Waffe. Entweder einmal Vogel. Waffe, Shrike oder die Rüstung. Die Rüstung geht ja immer. Da müssen wir hier sowieso unendlich viel fahren. Für die Rüstung jetzt. Aber ich würde halt erst die Waffe pimpen, weil dann machen wir mehr Schaden und killen vielleicht schneller, um schneller zu fahren. Ja, und die Rüstung ist ja auch Tier 1 nur, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Wir müssen sie auch nicht zu viel in die Rüstung machen, ja. Skarn ist das gewesen, ja. Es ist Tier 1, ja. Gut, dann machen wir Tier 2. Die... Ich weiß nicht, wie der Shrike heißt. Weißt du es auswendig? Shrike. Für die Waffe jetzt? Oder für die Rüstung? Ja. Für das Schwert. Lass mich mal gucken. Schwert war Shrike. Shrike, ja. Shrike Feather. Doktor sagt, das ist Rogue, der droppt nix. Achso, warte mal, vorsichtig. Mit Rogue und nicht Rogue, weißt du? Stimmt. Achso, Rogues dürfen wir nicht machen, genau. Also, das sind die. Okay. Ja, da haben wir nichts bekommen. Sheltered ist Tier 1, Verge. T2. Ach so, okay. Also das erste ist gar nichts. Und dann kommt Sheltered. Ah, ich bin gerade komplett durch. Wo haben wir denn jetzt dann die ganzen Sachen gemacht? Unsere Scans, weißt du? Das ist eine gute Frage. Ah, Pursuit. Doch, Pursuit ist Scan. Ah, wir dürfen keinen Rogue machen, aber Pursuits. Scan, Pursuit. Okay. Ah, das ist kompliziert. Das ist so blöd. Komplett unübersichtlich, finde ich, ne? Mit diesem Monstrous Verge und Sheltered Frontier. Was überhaupt der Unterschied sein soll. Ja. Also sind andere Regionen erstmal. Und dass auch gleichzeitig andere Tiers sind. Und dann nochmal Untertiers, oder was? Ich bin nicht ganz geblickt, ehrlich gesagt. T1, 2, Verge 1, T1, 2. Schiesel Weasel. Ja, dann machen wir deinen Shrike jetzt. Okay, Sugi. Wenn sobald es, ja, immer offen machen, kann ja jeder beitreten. Ja. Ihr seid T2, sagt er. Wir sind T2. Wir sind T2. Was meinst du? Das verstehe ich schon nicht. Wir sind T2. Wieso sind wir T2? Hast du nicht geblickt? Ich meine, wir sind ja nur auf dieser einen Insel hier, dieser Basis hier. Das ist ja die einzige, die es gibt, oder? Und auf der waren wir auch die ganze Zeit, vom Anfang des Spiels. Die Basis. Also das hat nichts mit Tier zu tun. Und dann gibt es hier halt die Möglichkeiten, Inseln, also oder sagen wir mal zwei Welten zu wählen. Verge und Frontier. Das hat aber nichts mit Tier zu tun. Wir sind Tier. Das sind überhaupt nicht geblickt. Null. Es ist so viel durcheinander, das ist das Problem. Weil es gibt Welten, Inseln und wir auch nochmal selbst. Hast du nicht? Schiesel Weasel. Gogo? Brauch noch ein paar Sekunden. Ja. Ich glaube, die Insel ist jeweils ein Tier. Ich glaube, das sind die Tiers. Also Verge und Frontier. Das ist das Wahrscheinlichste. Das heißt, wir hätten theoretisch mit Skarn einen Tier 1 Gegner, was relativ easy ist. Was auch erklären würde, warum wir so viel sammeln konnten von ihm, weil er Tier 1 ist. Und okay. Das macht Sinn jetzt. Das stimmt. Dass das hier die Tier 1 Monster sind. Mich, wenn soweit. Let's go. Aber was du nicht verstehst, die Aussage, wir sind Tier 2, weißt du? Vielleicht von unserem Ausrüstungslevel her.
Startest du? Weil du bist Meister. Aber dann gebe ich es ab. Ich verbox. Ich verbox sonst. Shit. Ist echt kompliziert, weil ich mal. Ja. Also warte mal. Promote, confirm. Shrike. Achso, wir dürfen keinen Shroke machen. Shrike, nicht den Shroke. Halt den richtigen. Halt, stopp. Das Problem ist, wenn ich jetzt auf Shrike gehe, dann machen wir einen Rogue. Und das dürfen wir nicht. Das verstehe ich überhaupt. Das verstehe ich jetzt wieder gar nicht. Ich verstehe überall Rogue. Das sind alles Rogues. Aber das dürfen wir nicht machen. Weil wenn wir das machen, warum auch immer, dann kriegen wir nichts. Das heißt, wir müssen hier oben hingehen, auf die erste Insel. Und dann ein Pursuit machen. Genau, und diesen Shrike machen. Das aber wohl jetzt Tier 1 ist. Ich hab's. Wir machen's. Shrike, geht raus. Bin ich noch in der Party? Ja. Gut. Er lädt. Okay, ich war gerade im Schiff und wollte was gucken. Oh. Zack, raus. Nee, ist okay. Ich wollte nur sicher gehen. Also, es wäre, glaube ich, gar nicht so unkompliziert, wenn sie nicht noch diese Sache mit Rogue reingebracht hätten, ne? Rogue und nicht Rogue. Also, was bedeutet das und warum blockiert es einem, Sachen zu sammeln, dieses Rogue? Weil Rogue und Pursuit ist ja von dem Prinzip her dasselbe. Ja, nice. Aber bei dem einen geht alles, bei dem anderen geht gar nichts. Und man darf es nicht benutzen. Warum nicht? Und vor allem, was hat mit dem Tier zu tun? Bei Tier 2 sind nur Rogues. Hä? Also theoretisch ist Tier 1, können wir direkt zu zweit starten. Ja. Frage ist, jetzt habe ich natürlich einen Hammer dabei, ne? Ja, schauen wir mal. Ja. Also Doktor, wenn du es nochmal erklären willst, hau ruhig in den Chat, das ist echt kompliziert. Hau ruhig raus. Ich glaube, ich habe jetzt nicht die beste Waffe gegen einen Vogel. Aber andererseits dürfte es jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. Ja, gibst du einen auf den Deckel, dann ist er betäubt. Ja. Dann einmal mit dem Messer rein, drangiert und fertig, Leute. Auch noch ein Feuer, ein großes, dann können alle sich drum rumsetzen. Jeder kriegt was ab. GG. Das sieht schon episch aus, wie wir landen, ne? Wie siehst du aus, Edische? Tarnung aktiv. Hier, Doktor, jetzt mal. Pursuit ist nur dafür da, wenn man bestimmte Monster farmen will. Ja. Dann geht man auf Create Pursuit und sucht das Monster raus. Ja. Genau, also Monsterjagd für ein bestimmtes Monster. Genau. Aber was ist dann Rogue? Weil Rogue ist doch dasselbe, dachte ich. Oder? Boom. Das Sonne. Achso, ich hau die, das Blatt raus. So, ja, okay. Rogue sind T1 Monster. Okay. Rogue sind T1 Monster. Die schwächste Form für Anfänger. Ach so. Also kann man Rogue vielleicht übersetzen mit Training sozusagen. Anfänger. Ja. Einsteiger. Mit Einsteiger. Okay, das macht dann absoluten Sinn, ja. Ja, aber kriegen wir da auch die kein monsterspezifischen Loot-Dinger? Nee, bei Rogue nicht. Und wir machen gerade so eins. Nee. Ich habe extra die Finger von Rogue gelassen. Ich wusste nur nicht warum, weißt du? Aber ich habe dann kein Rogue gemacht und wir sind auf Pursuit gegangen. Das ist jetzt ein Pursuit, also hier kriegen wir Belohnung. Sehr gut. Das heißt, zu zweit den Hard-Modus. Härteren Modus. Ja, das habe ich noch nicht kapiert, wie man T1 und T2 unterscheidet. Theoretisch. Weiß es nicht. Ob das jetzt Insel 1 oder 2 ist hier. Insel 1, also theoretisch ist Tier 1. Würde ich sagen, weil. Das ist ja die obere Insel. Also die leichtere. Tier 1. Und die untere Insel ist Tier 2. Da sind wir ja gerade nicht. Theoretisch. Ich habe bei manchen Blätter und bei manchen nicht.
Ignoriert einfach Sheltered Frontsharp jetzt. Das erste. Das erste, okay. Aber sind wir nicht in Sheltered Frontsharp drin? Scheiße. Kannst du ja nicht sehen? Müssen wir gleich nochmal gucken. Jetzt sagt er immer noch, ja logisch. Ja, ist ja kein Spaß hier, das ist so ein Job, Monsterjagd. Ich suche mal das Monster. Ich höre es schon. Ja. Klingt böse. Die Eins in das Gebiet Sheltered Frontier mit den ganzen Rogue vom Vater. Ist ein Lamb-Grass beim Feuer. Okay. Da ist auch das Monster. Lamb-Grass und Feuer. Naja, ich komme zu dir. T2 ist das Monsters Verge, genau. Das haben wir so gehabt ursprünglich, genau. T2 ist Verge, wo ihr gerade unterwegs seid. Ah, okay, gut, wir sind richtig. Da droppen auch die Monster den spezifischen Loot. Okay, klasse. Sehr gut. GG. Ich bin jetzt in deine Richtung gelaufen. Kannst du nochmal zünden? Die Rakete? Ja, hab ich. Nochmal? Ja. Ich fühle, ich bin weiter weg. Ich... Die Welt, Grafik und Game Design sehen echt interessant aus und nice. Ja, und das Feedback ist auch da, Trefferfeedback. Wenn du Gegner triffst oder die dich treffen, das kommt Feeling rüber. Ich jetzt sehe ich dich, ja. Also nicht dich, aber die Rakete. Ah, ich sehe dich. Ah doch, ich sehe dich mit dem Schild. Ja, ja, die Schild. Drei Schilder sind aktiv. Das ist noch Orb. Ohr. Okay, let's go. Und Countdown läuft schon, lol. Nicht mehr angefangen. Let's go. Ach, Scheiße, zwei Treffer abbekommen, direkt am Anfang. Ich mache 260 Schaden, das ist jetzt nicht so dramatisch. 260. Boah, wie viel Schaden der. Ich glaube, der wird schwierig für uns, ganz ehrlich. Lol, 600 Schaden, Kopftreffer. Nice. Das Problem ist halt, der Kopf ist super schwer zu treffen bei dem. Ja. Nahkampf, aufpassen. Nahkampf tut wirklich weh. Einfach ausweichen. Nach dem Schrei kann man auch. Nach dem Schrei. Nice. Ja. Wenn er schreit, hauen, ja. Oh, er ist über. Hat's überanstrengt. Schwierig. Ich glaube, mit den Dolchen wäre ich jetzt richtig geil unterwegs gewesen. Ja. Ein Hammer. Nehmen wir ein Healing. Oh. Da wollte er mir gerade zeigen, wer der hier ist. Betäubt, sehr gut. Nein, die falsche Richtung.